Hallo Wilhelm, hallo Noxi. Aber es ist nicht mein Name. Mensch, muss er richtig geschrieben werden. Okay. Ich glaube, ich werde die nächste halbe Stunde nichts mehr sagen, weil ich mittlerweile so müde bin, dass ich schon gar keine Lust mehr habe. Ich peitsche mich gerade. Warum? Wieso? Warum? Wieso? Weshalb? Warum tut man sowas? Ich meine, okay, wenn du auf Schmerzen stehst, kann ich es nachvollziehen, aber hä? Ich versuche gerade wach zu bleiben, ich werde immer müder. Ja, zum Glück bist du nicht hier. Ha. Haha. Nee, Naxi, ich glaube, ich laufe nur noch hin, das bringt nichts. Ich falle hier gleich um. Nee, ich bin seit 5 Uhr morgens wach. Ich bin tot. Ich bin noch tot. Arr. Ich falle ja wirklich gleich um. Ich bin tot. Ich habe schon gar keine Lust mehr zu reden. Lauft jetzt nur noch hin und dann reicht das für heute. nicht mehr vorhanden, weil ich keine Zeit habe. Weil ich einfach gerade keine Zeit habe. Ich habe da schon gesagt, dass ich die nächsten Tage und Wochen, die nächsten 5 Wochen noch so kacken werde. Oh. Weiß ich nicht. Aber ich werde die nächsten Tage genauso sein. Wie gesagt, und jetzt sind die letzten Wochen, ne? Es kommen ganz viele Klausuren noch. Noch, glaube ich, 5 Stück oder so. Dann, oder 6. Ja, finde ich super. Bin ich ja sehr dankbar. Auf der Logbuch, Bunker der Freien Staaten. Ich kann leider nur so sehen, wie ich gerade Sam selber Zeit habe. Randall und Raleigh Clay. Diese Scheißverräter und ihre Sezessionisten haben sich von Amerika abgewandt, um die Freien Staaten zu gründen. Betonbunker. Damit käme man nie durch eine Vault-Tec-Inspektion für Strahlensicherheit. So viel steht fest. Klingt, als hätten sie ihre Paranoia lang genug aufgegeben, um die anderen Überlebenden um Hilfe zu bitten. Ich muss einfach nur dieses Terminal hacken. Mal sehen, was sie zurückgelassen haben und vorhatten. Okay, ich hab doch schon davor gesagt, dass das jetzt nicht so schwierig wird. Ja, das klappt nicht, Jude. Das klappt gerade überhaupt nicht. Außer du schreibst für mich die nächsten Tests und die nächsten Klausuren. Kannst ja Mathe für mich nächste Woche schreiben. Dann kann ich vielleicht Daily streamen, wenn du Bock hast. Aber Mathe muss ich mich jetzt die nächsten Tage nochmal sehr, 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 sehr viel beschäftigen. Ich weiß aber noch nicht. Und bei nächste Woche wird es ein bisschen entspannter. Da werde ich wahrscheinlich wieder ganz normal streamen. Montags, Mittwochs und Freitags. Weil ich weniger Stunden habe, weniger Blöcke, weil viele ausfallen, weil Weiterbildungen und so weiter. Nächste Woche wird es ein bisschen entspannter. Da werde ich ganz normal streamen. Aber ich schaffe es heute nicht mehr. Ich bin tatsächlich tot. Weil Mathe ja auch so einfach ist zu verstehen. So komplett einfach, du. Hab schon gesagt, ich schreibe auf, ich setze mich rein, schreibe meinen Namen hoch und gib ab. Ich schreibe. Naja. Maxi, wie gesagt. Nee, ich glaube, ab hier, ich höre ja auf, sonst falle ich hier gleich tot um. Oh, ich bin auch die ganze Zeit am Gehen. Leute auf YouTube, ich bedanke mich ganz recht herzlich. Das war jetzt hier ein bisschen kürzer. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Ich bin dir sehr dankbar. Wenn du meinst, du magst mich, du machst den Content, ich mache, würde es mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, kommentierst und ein Like da lässt. Hilft nicht nur mir, hilft auch dem Algorithmus sehr und lässt uns als Community weiterhin wachsen. Und wenn du mal Lust hast, mit Stream so weit zu sein, weiß gar nicht, wann die Folge hier kommt. Ich weiß es nicht. Sonst aber normal. Montags, Mittwochs, Freitags, Samstags, jeweils abends. Genau, aber jetzt, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Mittag oder einen wunderschönen Morgen, je nachdem, und du siehst dich aus. Bis zum nächsten Mal, euer Teddy. Tüdelü. Ciao, ciao.
Jo, meine Freunde auf YouTube, was geht? Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 76. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir gucken uns heute mal den Bunker von Abby an. Und mal gucken, was wir da drin Schönes finden. Ich werde jetzt nicht lange warten. Wir gehen doch direkt rein. Wir gehen direkt rein. Mal gucken, was wir heute so Schönes da finden. Ich bin gespannt. Und by the way, wenn du meinst, du magst den Content, ich mache, würdest mich freuen, wenn du keiner abonnierst, kommentierst und ein Like da lässt, hilft nicht nur mir, hilft auch dem Algorithmus her und lässt uns weiterhin als Community wachsen. Genau, und wenn du mal Lust hast, im Stream dabei zu sein. Ja, hi. Nö, ich doch nicht. Hi, Abby. Ich bin nicht dein Feind und bin keine Falle. Wenn du das hier hörst, bin ich nicht mal mehr am Leben. Oh. Ich gehörte zu einer Gruppe, die sich die Freien Staaten nannte. Wir opferten unser Leben bei dem Versuch, unser verbrannten Aufspürsystem zum Laufen zu bringen. Okay. Das System schlägt Alarm, wenn die Verbrannten kommen und kann beim Kampf gegen Brandbestien Hilfe leisten. Hört sich gut an. Ich habe eine Reihe von Hinweisen für diejenigen aufgezeichnet, die dabei helfen können, das System fertigzustellen. Zuerst musst du das letzte Verbindungsgerät finden. Höchstwahrscheinlich ist es reparaturbedürftig. Wir gaben es einem Typ namens Madigan. Er sollte es an der Antenne in Top of the World anbringen. Finde das Top of the World. Du kannst es mit der Werkbank hier reparieren. Melde dich danach am Hauptterminal des VHS an, um die nächste Aufnahme zu aktivieren. Wenn okay. du da bist, hoffe ich wirklich, dass du bereit bist, einem toten Mädel zu helfen. Falls ja, viel Glück. Falls nicht, dann, tja, viel Spaß mit den Verbrannten. Und falls du zufälligerweise Madigan bist, dein Timing ist scheiße. Ja, vielleicht, ja, ja, okay. Okay, so, wir haben hier vorne noch ein Terminal, wir sollen was reparieren. Und wir haben auch schon sogar zwei Sachen abgeschlossen. Das finde ich super. Mirjay's Terminal. Persönliche Notizen, Tag 1. Cool. Vorschläge, was haben wir hier? Okay. Aber sonst haben wir jetzt hier großartig nichts. Ne? Hier können wir ein bisschen was lesen, aber das war's auch im Endeffekt. Haben wir noch mehr Kakerlaken? Was ist das hier? Gar nichts? Okay, dann ist das hier gar nichts. Aber sonst ist jetzt hier nichts. Ups, sorry. Sorry, wollte ich nicht. Darf ich jetzt hier rein? Sind jetzt hier alle tot? Erfolgreich? Ich denke. Okay, die war anscheinend schon ein bisschen länger hier drin. Guck mal, das brauchen wir. Das brauchen wir wahrscheinlich, um das zu reparieren, was wir ja gleich herstellen wollen. Was haben wir hier hinten? Ein Benzinkanister. Den brauchen wir jetzt nicht. Okay, herstellen. Und by the way, nochmal vielen Dank für die ganzen reichlichen Kommentare und Tipps, die ihr mir runtergeschrieben habt. Ich bin euch sehr herzlich dankbar. Ja, ich bin euch sehr herzlich dankbar. So, wir sollen was reparieren? Repariert das beschädigte Verbindungs, das da unten. Haben wir. So, abgeschlossen. WLAN. Okay, wir sollen da hinten was auswählen. Machen wir gleich. Davor gucken wir uns noch mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch die ein oder andere schöne Sache. Hier sind einige Betten. War sie hier alleine? Abby's Terminal. War sie hier alleine oder hat sie noch mit hier unten jemanden geholt? Ja, stimmt. Ja, die hat ja zwei Namen genannt, ne? Bla 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 bla. Mein Vater denkt, dass ich alt genug bin, ein paar Dinge über sein verbrannten Aufspürsystem zu lernen und seitdem nichts als Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich hasse es. Ich weiß, dass die verbrannten Nerven und Harpers ausgelöscht haben, aber glauben Sie wirklich, dass das funktioniert? Ich bin mir sicher, dass wir am Arsche sind und ich den Rest meines Lebens auf Betonziegelwände starren muss. Hört sich weniger schön an. Dax ist fort. Er ist verschwunden, aber wir alle wissen, dass er tot ist. Calvin darf man einfach nicht überlassen. Ich verstehe nicht, warum ich einen Bruder haben muss. Ich könne ein Einzelkind sein. Doppelt so viele Geburtstagsgeschenke, doppelt Taschengeld und natürlich einen Hund, der noch am Leben ist. Sehr persönlich. Ach, wir sollten eh was finden. Die Bruderschaft ist nicht mehr.
In den letzten Nachrichten hieß es, dass Defiance gefallen sei, wo auch immer das sein mag. Jetzt stellt Relay einen Trupp zusammen, der in ihrem Treffpunkt-Camp Venture nachsehen soll, was zu holen ist. Sie mögen vielleicht Arschlöcher gewesen sein, aber wenn jemand eine echte Chance gegen die Verbrannten hatte, dann die Bruderschaft. Ich würde gerne wissen, was passiert ist, aber dafür müsste ich erst Fort Defiance finden. Und der Nachricht nach dürfte es dort vor Verbrannten nur so wimmeln. Hört sich weniger cool an. Ich will nicht. Ich habe neulich ein schwaches Funksignal empfangen. Eine Frau hat irgendwas gesagt. Es klang, als würde sie Hilfe anbieten, aber ich konnte es nicht verstehen. Das Signal kommt und geht. Es schien ein bisschen stärker zu sein, als ich nach Westen hin Richtung der Berge ging. Wahrscheinlich meint sie damit Rose, die wir ja schon geholfen haben. Ich würde das gerne untersuchen, nachdem alle anderen fort sind. Könnte ich wirklich Hilfe von jemandem gebrauchen, der noch lebt? Aber ich müsste Raiders Gebiet durchqueren, um nah genug für ein starkes Signal heranzukommen. Und das kann ich einfach nicht riskieren. So ein Mist. Sie meint damit wahrscheinlich einfach Rose. Es ist erst ein Jahr her, dass ich meinen Vater verloren habe. Ich habe mich durch sein Terminal gelesen und mich daran erinnert, wie sehr er uns retten wollte. Er hat mich ausgebildet und so sehr ich es auch hasste, das VHS in- und auswendig zu kennen, um es fertigzustellen, falls etwas mit ihm passiert, dann ist er gestorben und ich habe nichts getan. Heute werde ich so große Angst, ich auch habe. Das System fertigstellen. Sie sind alle dafür gestorben, selbst Calvin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht gut ausgeht, aber ich habe nichts zu verlieren. Abschied. Vor einiger Zeit habe ich gesagt, dass ich das VHS fertigstellen werde. Ich weiß, dass meine Chancen auf Erfolg Sigmillionen zu eins stehen. Zuerst habe ich also viel zu viel Zeit damit verbracht, Millionen Dinge zu basteln, damit jemand, der mein Bunker nach meinem Weggehen findet, das VHS ebenfalls fertigstellen kann. Das ist jetzt erledigt und das hier ist vielleicht mein letzter Eintrag. Ich habe einen Rucksack gepackt und breche nach Top of the World auf, um Madigans Verbindungsgerät zu finden. Defiance ist gefallen, unsere neue Quest. So, aber hier scheint jetzt auch nichts weiter zu sein. Spielzeug, Baby Russell. Anscheinend hat hier wirklich eine kleine Familie gelebt. Okay. Cool. Cool, danke. Schmeckt. Und dann sollten wir noch die Dings hier einlegen, ne? Machen wir doch mal. Mal gucken, was hier ist. Kritischer Systemfehler. Details sind im folgenden Warnung zu finden. Verbrannten Dektoren. Verbindungsgerät repariert. Wenn du das hier hörst, bedeutet das zweierlei. Die gute Nachricht, das Verbindungsgerät funktioniert. Die schlechte, einige der verbrannten Detektoren in der Gegend sind fehlerhaft und brauchen Ersatzteile. Wie ich befürchtet hatte, scheint das Ökosystem des Moores sie stark mitgenommen zu haben. Für die Reparatur musst du erst zu Rawley Clays Bunker. Er hat Ersatzmotoren für die Kühler, die die Detektoren trocken halten sollen. Ah, und schreib dir Folgendes auf. R plus P 421. RP 421. RP 421. Wenn du mehr Informationen benötigst, kannst du jederzeit auf meinem Werkbankterminal nachsehen. Da steht alles. RP 421, 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 haben wir aufgeschrieben. Zum Glück gibt es ja mittlerweile Notizen, die man im Steam nutzen kann. Damals hat man noch hier gesessen und das alles mit einem Block gemacht, um sich sowas aufzuschreiben und sowas nicht zu vergessen. Verbrannten Dektoren. Signal wird zum Verbindungsgerät gesendet, bestätigt, fehlgeschlagen. Verbranddektoren im Moor müssen gewartet werden. Okay, dann haben wir eine neue Aufgabe anscheinend. Okay, was war das denn gerade? Ach so, ja. Das heißt, Frühwarnung, Betritt Reflex Bunker.
Rayleighs Bunker. Finde den Standort Defiance. Das werden wir alles machen im Laufe der Zeit. Erstmal gehen wir raus und gucken mal, dass wir wahrscheinlich müssen wir die das Frühwarnsystem in Moor reparieren, damit wir das dann nutzen können. Doof. Hinten waren wir doch schon mal, ne, oder? Ich bin der Meinung, hinten waren wir schon mal. So, es ist dunkel, dunkelmunkel. Die Pilze kann ich nicht mitnehmen, schade. Die Grafik ist immer noch sehr schön. Also wie seit dem Anfang. Ich mag die Grafik immer noch. Okay, aber wir müssen tägliche Quests, das machen wir nicht, Cold Blue, und das andere auch nicht. Die täglichen Quests machen wir nicht. Wir machen wirklich nur die Quests, die für uns relevant sind. So, wo haben wir denn Daten? Nebenquests, tägliche Quests, die nicht, die nicht. Ereignisse, wir haben aber noch irgendwo eine Quest. Okay, die finde ich gar nicht, aber die können wir jetzt einfach so da lassen. Wir machen jetzt keine Daily Questen. Least? Ja, genau. Wir gehen mal da zu Rayleighs Bunker. Das ist ja unser nächster Weg, wo wir jetzt eigentlich hin sollen. Finde den Standort Fort Defiance. Ich nehme an, dass er uns auf der Karte markiert wird. Begebe dich zum Fort Atlas. Genau, da müssen wir auch noch hin. Finde den Standort von Fort Defiance. Das ist hier hinten. Ja, scheint doch gar nicht so schlecht sein. Theoretisch könnten wir... Da waren wir ja schon mal, ne? Bei der Atombombe. Da waren wir ja schon mal. So, wir beeilen uns jetzt mal ein bisschen. Aber die Eule hat uns schon lange nicht mehr besucht, ne? Wo ist die hin? War das nur ein Event? So ein zeitlich begrenztes Event, oder? Keine Ahnung. Ist auch egal. Jetzt werden wir wenigstens nicht mehr beobachtet. Achso, ich dehydriere gerade. Das ist nicht so cool. Kleidung, Essen, Trinken, abgekochtes Wasser. Dehydrieren wollen wir nicht. Fallout 4 werde ich mir bestimmt, werde ich mir definitiv auch nochmal angucken. Aber da werde ich mir wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, da werde ich mir einige Mods runterladen und gucken, dass ich das hinbekomme, das Game mit Mods zu spielen. Weil es ist ja jetzt doch schon einige Jahre in die Jahre gekommen. Ich bin schon sehr gespannt auf Fallout 5. Da habe ich auch richtig... Oh Gott. Ja, Fallout 5 war schon mega Bock. Jo, beruhige dich. Okay, das Ding ist weg. Sehr schön. Dann können wir auch den Loot da eben mitnehmen. Dann ist eine große, große Motte Pfeile. Andere lassen wir jetzt hier. Was haben wir hier unten noch? Achso. Hier, wir sind auch gerade im Moorgebiet. Also, gerade sind wir im Moorgebiet. Ja. Der Mond, der scheint so hell, er erstrahlt uns den Weg. Okay, egal, hab nicht gesungen. Okay, was haben wir hier? Was ist das? Thunder Mountain Power, irgendein Kraftwerk. Aber für was? So, ach ja, guck mal, wir haben noch ein kleines bisschen, wir müssten eigentlich auch nur der Straße folgen. Okay, warte mal. Ja, das ist jetzt doof. Ich weiß nicht, schaffe ich den Sprung? Den schaffe ich... Oh Gott. Ein Boss. Wie komme ich jetzt hier runter ohne... Geht das? Na, okay, schade. Ein bisschen falsch schon bekommen. Aber den Boss dahin würde ich ganz gerne machen. Ich weiß nicht, wie schwierig er ist oder wie einfach. Was bist du denn? Unser Schrot macht halt leider gar keinen Damage.
Sekunde nachladen. Sekunde. Pause. Was verstehst du unter Nachladen nicht? Super. Bitte gib uns den Pack. Das wäre echt schön. Schrotpatronen, right away. Rüstung, mega. Glasfaser, okay. Wir nehmen einfach mal alles mit. Wir haben ja wieder ein bisschen Platz. Okay, das gefällt mir. Ich gehe mit Bogen weiter. Das scheint mir so, als käme ich hier später noch hin. So scheine mir das. Okay, egal. Wir laufen einfach mal weiter. Wir haben noch irgendwo dahinter müssen wir. Irgendwo dahinter. So, also wenn noch ein Boss kommt, dann wäre ich schon, würde ich schon nicht nein sagen. Und dann gucken wir mal. Genau, mir wurde auch in die Kommentare geschrieben, dass ich mich auf Munitions, auf drei oder auf ein bis zwei Munitionstypen mich begrenzen soll, damit das nicht so verwirrt ist im Laufe des Spiels. Den werde ich mal gucken, dass ich dem Folge leiste. Versprechen kann ich es tatsächlich nicht, weil ich tatsächlich ein ziemlicher Messi in Videospielen bin. Ich muss alles sammeln, was ich kann, alles sammeln, was ich sehe, alles sammeln, was ich finde. Deswegen kann ich das leider nicht versprechen, ob ich mich daran halten kann. Genau. Hat mir noch jemand die Kommentare geschrieben, nachdem ich es schon herausgefunden habe, aber ich bin trotzdem dir sehr, sehr dankbar, dass mit dem Reparieren, dass man einfach gucken soll und dann nicht die T-Taste drücken soll für das Kit, was man ja, was ich immer dachte, so ja, easy peasy, lemon squeezy, das muss man sich wirklich kaufen. Nein, man kann das Ganze auch mit dem Werkzeug reparieren. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, weil ich muss auch dazu sagen, Fallout 76 ist gerade bisher mein allererstes Fallout, was ich tatsächlich selber spiele. Deswegen bin ich noch relativ, ich bin ein Neuling in der Szene, in der Fallout-Szene. Aber naja, das hält mich jetzt. Wie ist? Kalt, erfrischend und mit Zutaten aus biologischem Amt. Okay. Hallo, Chris. Ich habe keine Zitronen mehr, also musste ich weniger ideale Zutaten verwenden. Was für Zutaten sind da drin? Wir können ja mal handeln. Das ist meins und das ist das, was ich gerade gefunden habe. Hier kann man jetzt ein bisschen was verkaufen. Zum Beispiel den Hammer für einen Kronkorken. Mega. Ja, die will ich ungern verkaufen. Die auch nicht. Auch nicht, aber wir können theoretisch das hier verkaufen. Aber wir können das auch essen. Wir können mal ganz kurz Kleidung, Rüstung. Wir hatten ja irgendwo... Da. Lass nochmal handeln. Denke ich dir. Danke, ich wünsche dir was, Grease. Man hört sich. Bis irgendwann. Habe ich das jetzt... Warte mal. Muss mal kurz nochmal nach... Oh Gott. No! Jetzt habe ich das Falsche verkauft. Ich... Hi, bin wieder da. Rezept, Hartlimonade, Limonade. Jo, nein. Ich... Digga, ich verkaufe es ihm für 3 Kronkorken. Ja, dann für 125. Danke. Nein. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Wir suchen mal weiter in den Bunker von Raleigh. Ich bin ja gleich da. Das war, glaube ich, die Atombombe da hinten. Ich glaube, das war die Atombombe. Naja, gut. Da vorne müssen wir hin. Da ist unser Punkt. Da werden wir auch hingehen. Was ist mit dem Büschel da hinten los? So, genau, dem Bunker von Raleigh. Ah, ja gut, das war jetzt nicht so schwierig, ne? What the hell? Okay. Kann ich hier rein? Danke. Okay, was war das? Ich will es gar nicht wissen. Nimm ich an. Mhm. Der nächste Schritt besteht darin, die Ersatzmotoren zu finden. Warum weißt du, dass ich hier bin? Wenn mein Gedächtnis nicht täuscht, befinden sie sich in seinem Generatorraum mit der Werkbank. Mhm. Hast du die spannende Aufgabe, ein paar Heizspulen zu finden, um sie zu verbessern. Oh. Dadurch kommen die Kühler besser mit der Feuchtigkeit aus dem Sumpf zurecht. Die gute Nachricht, ich habe 2 davon in meinem Bunker. Die schlechte Nacht, du brauchst noch 3 weitere. Rolly hat bestimmt auch welche. Also solltest du dort alles absuchen, wenn du schon...